Hallo ihr Lieben und willkommen zum Kochen. Heute machen wir eher ein leckeres Dessert und zwar machen wir einen Birnen-Mandel-Crumble. Das ist bestimmt sehr, sehr lecker und da es momentan wirklich viele Birnen zu kaufen gibt und wieder Birnenzeit ist, ist es, finde ich, eine gute Idee. Außerdem stehe ich momentan total auf Desserts und fahre da voll drauf ab. Deswegen muss ich es heute einfach machen, weil ich es einfach essen will. Und somit würde ich vorschlagen, legen wir sofort los mit dem Birnen-Crumble. Macht man ja auch nicht jeden Tag. Und ja, dann bis gleich. So, kommen wir zu den Zutaten. Was gehört da rein in dieses leckere Birnen-Crumble? Man kann das Ganze auch mit Äpfeln machen. Falls du jetzt sagst, hey, ich habe überhaupt keine Birne im Haus und esse ich auch nicht so gerne. Apple-Crumble geht ja auch. Also Äpfel oder Birnen. Ich nehme natürlich heute Birnen. Ja, ich werde heute noch eine kleine Portion machen, deswegen habe ich jetzt ungefähr vier Birnen gekauft. Die ganzen Rezeptangaben wie immer in der Infobox. Ihr braucht etwas gemahlene Mandeln, etwas Zitronensaft. Wenn ihr eine frische Zitrone da habt, nehmt sie, aber irgendwie, wenn ich viele Zitronen kaufe, schimmeln die mir alle weg. Wenn ich keine Zitronen kaufe, dann brauche ich sie, wie immer. Deswegen habe ich oft diesen Zitronensaft von Alnatura, weil ich das einfach so praktisch finde. Ja, was brauchen wir noch? Etwas Zimt, etwas Vanillezucker. Dann brauchen wir später eine Vanillesoße. Ihr könnt die natürlich jetzt selber machen, aber ich werde heute die von Provamel nehmen. Es ist eine Soja-Vanillesoße, später zum Garnieren. Ihr könnt jede andere Vanillesoße auch nehmen oder auch aus Vanillepuddingpulver eine Soße anrühren. Finde ich total gut, finde ich auch gar nicht schlimm. Deswegen nehme ich heute eine fertige. Was haben wir noch? Etwas Dinkelmehl oder Weizenmehl, wie ihr wollt. Ich nehme das immer von Alnatura, das finde ich irgendwie am besten. Und ja, etwas Rohrohrzucker oder etwas Zucker. Normalerweise nehme ich ja immer Agavendicksaft oder auch Honig zum Süßen, aber da ich heute Streusel brauche, nehme ich doch etwas Zucker. Ich finde, das geht mit Honig, das klebt dann immer noch so stark. Ich finde, Streusel mit Honig oder Agavendicksaft zu machen, finde ich schwierig. Deswegen nehme ich heute auf jeden Fall Zucker. Und wir brauchen etwas Butter. Habe ich was vergessen? Nein, ich denke, das war's. Heiz den Ofen schon mal ungefähr auf 180 Grad vor und dann gehen wir mal in die Vorbereitung. Ich habe jetzt angefangen, Mama, zwei solche... Mama, ja, Mama. Ja? Ich habe sehr geträumt. Ja, ich habe jetzt zwei Birnen. Ich drehe mal eben weiter. So, jetzt geht es endlich weiter. Ich habe jetzt zwei... Du kannst sie auch essen, aber ich esse sie auch gleich. So, jetzt habe ich zwei solcher Birnen klein geschnitten und ja, habe die geschält, klein geschnitten und in eine Auflaufform getan. Ich zeige euch das Ganze mal sofort und ja, ich stelle mir eben die Kamera um und dann könnt ihr das auch sehen. So sieht das Ganze aus. Die Birnen habe ich klein geschnitten und in der Mitte einmal durch. Dann habe ich sie mit Zitronensaft beträufelt. Dann habe ich etwas, wie heißt das, Zimt drüber getan und eine Packung Vanillezucker. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde jetzt mich den Streuseln widmen und die schnell zubereiten. So, hier schmelze ich gerade die Butter für die Streuseln. Das Gericht ist wirklich sehr, sehr einfach. Und hier... Oh, was kann man jetzt sehen? Genau, hier habe ich jetzt etwas Mehl, gemahlene Mandeln, etwas Zucker und noch mal ein bisschen Zimt zusammengetan. Die Butter werde ich gleich da rein tun, damit es schöne Streusel ergibt. Und dann kommt das Ganze hier über die leckeren Birnen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Dessert oder eine Zwischenmahlzeit. Kommt drauf an, wie man das sieht. Und auch super vorzubereiten und auch klasse für Gäste. Und es schmeckt wirklich köstlich. Die Streusel sind fertig. Ich werde sie jetzt über das Birnencrumble tun oder über die Birnen tun. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, wie es am Ende aussieht, bevor es in den Ofen geht. So, fertig. Die Streusel habe ich jetzt über die Birnen getan. Und das Ganze kommt jetzt so circa für 20 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Kommt drauf an, wie heiß dein Herd ist. 200 würde auch gehen. Musst du halt früher mal reinschauen, wie es ausschaut. Aber jetzt 20 Minuten ungefähr in den Ofen. Und dann werde ich das Ganze probieren. Wie schon vorher angedroht, werde ich das Ganze mit dieser Vanillesoße von Provamel servieren. Die ist halt kuhmilchfrei und auf Sojamilchbasis und ich finde die sehr, sehr lecker. Aber ihr könnt jede andere Vanillesoße, die ihr gerne mögt, auch verwenden, ist ja klar. Oder es geht auch ohne Vanillesoße. Also wenn ihr keine im Haus habt, dann kann man das auch wunderbar so essen. Ich habe es auch schon mal mit Sahne gegessen.
Also mit Sojasahne, ist klar. Und das war auch lecker. Also ihr könnt das so ein bisschen variieren. Und wie schon gesagt, ihr könnt auch Äpfel anstatt Birnen nehmen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Dessert, gerade wenn es draußen etwas kälter wird. Oder auch schon mal ein guter Nachtisch, finde ich, auch vielleicht mal für Weihnachten schon mal ins Auge fassen. Weil das lässt sich wirklich in einer großen Auflaufform wirklich ganz gut servieren. Man kann auch mal Birnen aus der Dose nehmen, wenn es mal nicht anders geht. Ist ja auch nicht schlimm. Also es lässt sich super vorbereiten. Es geht ganz schnell. Und alles, was gut vorzubereiten ist, ist gut für Weihnachten, wie ich finde. Und, boah, also manchmal... Ja? Ja, er will die Vanillesoße haben. Ja. Ja. In 20 Minuten essen wir dieses Birnencrumble, dann kriegst du auch die Soße. Ich krieg dann auch die Soße und bevor es dann noch nervig und laut wird, ja, räume ich kurz die Küche auf und dann treffen wir uns wieder zum Servieren. So sieht das Birnencrumble aus. Habt ihr Vanillesoße drüber getan und noch etwas Zimt drüber gestreut. Ihr könnt dann noch ein paar Rosinen oder ein bisschen gehackte Mandeln darüber tun, wie ihr möchtet, was euch schmeckt. Und ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. So, der Lieblingsmoment wie immer ist da. Birnencrumble wird jetzt probiert. Ich zoome mir mal ein bisschen Birne und ein paar Streusel raus und ein bisschen Soße. Mama, darf ich auch eine? Mhm. Darf ich auch eine? Mhm. Ich muss meinen Sohn mal eben auch füttern, weil sonst... Gibt's Geschrei? Bitteschön. Das ist so lecker. Es ist der Hammer. Es ist noch warm. Die Birnen sind klasse. Es ist herrlich süß, wie ich finde. Die Vanillesoße passt super dazu. Kann man auch weglassen, wie gesagt. Aber ich finde es total lecker. Und es ist wirklich ein sehr herbstliches, sowie auch schon winterliches Dessert. Mein Sohn schreit nach mehr. Ich auch. Also wirklich sehr köstlich. Willst du noch mehr? Mich auch. Also mein Sohn und ich machen gleich die Kamera aus, aber wir müssen dieses Birnencrumble aufessen. Und zum Glück haben wir noch ein bisschen mehr. Ne? Deswegen, hier, kannst du ein bisschen Birnencrumble noch essen? Geh damit mal an den Tisch, bitte. Hilfe! Seid ihr noch da? Mein Gott, die Kamera ist abgezwitschert. Und... Mein Sohn jetzt mit dem Birnencrumble auch. Der setzt sich schon mal hin und isst den ganzen Teller leer. Ja, und macht es wirklich nach. Es ist wirklich sehr, sehr köstlich. Moment, ich muss mir eben was holen. Ja, ich habe dieses Rezept aus der Zeitschrift Köstlich Vegetarisch. Das ist die Herbstausgabe mit ganz vielen leckeren Herbstgerichten und Kürbisrezepten. Und ich zeige euch kurz mal, wir haben auch ganz leckere Dessertideen. Und hier... ist das Birnencrumble mit Rezept auch abgebildet. Das ist die aktuelle Ausgabe. Es erscheint alle 2 Monate und kostet 3,90 Euro. Und ich finde, es ist wirklich klasse und es darf bei mir wirklich nicht fehlen. Weil ab und zu muss man sich auch wirklich Anregungen holen mit dem Kochen. Man weiß manchmal echt nicht, was man machen soll. Geht mir manchmal auch so. Also wenn ich nicht überall reinschauen würde, würde ich auch öfter mal dasselbe kochen. Obwohl es immer so Phasen sind. Es gibt immer Phasen, da gibt es irgendwie Spaghetti total oft und Pasta. Dann gibt es Phasen, da steht man auf Kartoffeln. Dann gibt es Phasen, da steht man auf Reis. Also bei mir ist das zumindest so. Aber ich versuche natürlich auch für meine Familie irgendwie abwechslungsreich zu kochen. Natürlich auch für mich. Und da ist diese Zeitschrift wirklich toll. Und man kann sich wirklich ganz, ganz tolle Inspirationen holen. Aber genug Quatsch, macht das nach. Es ist wirklich ein ganz tolles Dessert. Und bevor ich jetzt hier noch weiter schwärme... Ich sehe schon nämlich, der hat schon fast alles aufgegessen. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen und vielleicht auch schneller sprechen. Hier oben geht es zu weiteren Kochvideos. Klick dich einfach auf die Playlist. Hier oben geht es zum Yoga. Da kann man sich bewegen. Und ich werde auch weiterhin draußen Yoga machen, weil in Hamburg ist das Wetter eigentlich so noch ganz gut. Es regnet nicht durch und somit kann man auch noch mal kurz auf die Terrasse gehen und Yoga machen. Hier unten Tipps und Tricks, ganz viele Haushaltstipps und so weiter. Klick dich einfach auf diese Playlist auch noch mal rein. Und hier unten ist mein Zweitkanal Mutterlandrand. Schau da einfach mal rein. Das ist ein Kanal nur für Mamis. Also wenn dich das interessiert, klick dich da auch mal weiter. Würde mich freuen. Und ja, gibt es noch was zu sagen? Nö, ich würde sagen, bis bald. Tschüss.